Endlich mal wieder vor der Kamera. Leute, ihr habt keine Ahnung, ich freue mich so sehr. Viele von euch fragen sich bestimmt, ey Mann, was ist mit dir passiert? 3 Wochen kein neues Video. Ja, 3 Wochen Vollgas Urlaubsvertretung. 2 Leute waren im Urlaub bei mir im Pflegedienst, 2 Leute aus der Familie. Das heißt, ich mache nicht nur Urlaubsvertretung, ich mache auch Hundesitting. Das heißt, ich hatte diese ganze Zeit einen behaarten Companiero hier bei mir. Das heißt, ich wurde jeden Morgen so gegen 5 Uhr abgeleckt und ah, komm, steh auf, ich muss raus. Naja, ich liebe den Hund, aber es macht echt keinen Spaß, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen und erstmal eine Runde mit ihm Gassi zu gehen und das nochmal 3-mal am Tag und dann noch Doppeldienste und dann noch das Büro und so weiter und so weiter. Jura, Ausreden, ja. Es ist besser, dann macht man eine kleine Pause, als schlechte Qualität zu produzieren. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, eine kleine Pause zu machen. Es hat mir persönlich auch ein bisschen gut getan, dass ich mich ein bisschen sammle und schaue, in welche Richtung gehen wir denn jetzt in 2022. Und ein neues Jahr ist da, das heißt, es wird spannend. Es wird für mich persönlich spannend. Viele Neuigkeiten passieren in meinem Leben im Moment, im beruflichen Leben, im Pflegekanalleben. Sehr, sehr interessant. Ich hoffe, das wird auch für euch interessant und nutzbar sein. Ich habe die Weiterbildung zur PDL begonnen. Das heißt, es gibt auch bald Themen, die ich in diese Richtung verfilmen möchte. Und ich hoffe, da wird sich der eine oder andere auch finden, für den diese Themen nutzbar sein werden. So, aber das heutige Thema, bleiben wir mal in der Gegenwart. Am 15.03. ist es soweit, die Impfpflicht ist geltend für uns in der Pflege und ich möchte heute darüber sprechen, was passiert denn nach dem 15.03. mit Menschen, die nicht geimpft sind. Erst kommt das Intro und dann machen wir weiter. Dieses Video wird präsentiert von Dienstzimmer.com, dem Bewertungsportal für Pflegekräfte, jetzt komplett relaunched. Und Fürsorgefinder, der App, die zeigt, welcher Fürsorgedienstleister freie Kapazitäten hat. Hallo an alle, Judah hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Also vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, habe ich das Video Impfung oder Kündigung veröffentlicht und wurde da ein bisschen kritisiert, ey, ich würde Panik verbreiten, das stimmt doch alles nicht und was labert der da und so weiter und so weiter. Jetzt, ein Jahr später, ist es soweit, die Impfpflicht steht, also es ist ein Gesetz. Und ab dem 15.03. muss jeder, der in der Pflege tätig sein möchte, geimpft sein. Nun stellt sich die Frage, was passiert denn nach dem 15.03., also sprich am 16.03., was passiert mit Leuten, die nicht geimpft sind, aber in der Pflege tätig sind? Nun, ob die Impfpflicht korrekt ist oder nicht, darüber möchte ich nicht sprechen. Es gibt viele unterschiedliche Meinungen und es ist ein Thema, das angesprochen werden muss, aber ein Thema für ein anderes Video und einen anderen Aspekt, der mehr in Richtung geht, wie abhängig wirklich die Pflege ist und von wem ist sie denn abhängig und warum ist es so in der Pflege. Aber wie gesagt, das ist alles Stoff für ein anderes Video, das ich gerne bei einer anderen Gelegenheit drehen möchte. Heute wollen wir uns auf das fokussieren, was jetzt aktuell sehr wichtig ist. Am 8. Januar haben wir das Infoschreiben von unserem Pflegeverband bekommen mit den aktuellen und wichtigsten Regeln, die im Moment existieren. Leider werden die Regeln regelmäßig gewechselt und aufgefrischt, aber was jetzt im Moment aktuell ist, das möchte ich in diesem Video veröffentlichen. Nun fangen wir als allererstes an, wie wird der Impfstatus definiert? Also wer gilt als geimpft? Nun, als allererstes die Menschen, die die Erstimpfung und die Zweitimpfung bekommen haben und es sind 14 Tage nach der Zweitimpfung vergangen. Diese Menschen werden als geimpft bezeichnet. Hier muss man sagen, die Zweitimpfung darf nicht länger als 6 Monate her sein. Wenn das der Fall ist, ist man wieder ungeimpft, es sei denn, man lässt sich boostern. Heißt nicht, ihr kauft so eine Dose Booster, schluckt's runter und fertig. Nein, ihr müsst nochmal zum Pieksen. Menschen, die Corona überstanden haben oder die Genesenen, haben die Pflicht, sich nach mindestens 3 Monaten, also nicht davor, mindestens nach 3 Monaten, spätestens nach 6 Monaten, müssen sie sich einmal impfen, um den
Impfstatus geimpft zu bekommen. Das gleiche gilt auch bei diesem Fall. 6 Monate später müssen Sie die Boosterimpfung bekommen, um weiterhin geimpft zu bleiben. Nun, ob es eine zweite Boosterimpfung geben wird, wie jetzt der Fall in Israel ist oder in anderen Ländern, ist jetzt in Deutschland immer noch eine Frage. Also man weiß nicht, ob es noch eine zweite Boosterimpfung geben wird. Ich nehme an, zu 99% ja, nicht nur eine, sondern auch die, das wäre dann die dritte, die vierte, die fünfte. Also ich nehme an, so viele Löcher können Sie reinbohren. Ich glaube, unser Körper, ja, da gibt es noch reichlich Platz, wo man noch eine Boosterimpfung reinschieben könnte. Reinstechen. So, weg damit. Also, ob es eine zweite Boosterimpfung gibt, weiß ich noch nicht. Wie sieht es aus mit der Testung? Also im Moment müssen alle Mitarbeiter, die geimpft oder genesen sind, mindestens 2-mal die Woche getestet werden oder selbst einen Nachweis vorlegen, dass sie getestet wurden und dass sie negativ sind. Nun kommen wir zur Impfpflicht. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, bis zum 15.03. einen Nachweis vorzulegen, dass er entweder geimpft ist, genesen und geimpft oder geimpft und geboostert. Es gibt natürlich Fälle, die nicht geimpft werden dürfen aus gesundheitlichen Gründen. Diese Menschen müssen dann ein ärztliches Attest vorlegen, in dem drin steht, dass sie aus bestimmten Gründen keine Impfung bekommen dürfen. Nun, was passiert mit den Menschen, die am 15.03. nicht vorgewiesen haben oder nicht vorgelegt haben, dass sie geimpft, genesen oder genesen und geimpft sind oder ein ärztliches Attest haben, dass sie sich nicht impfen lassen dürfen. Am 16.03. werden diese Leute freigestellt von der Arbeit und kriegen keinen Lohn mehr. Sprich, sie werden nicht gekündigt, aber sie werden in die Situation gestellt, dass sie ab dem 16.03. nicht mehr zur Arbeit kommen dürfen und kriegen auch keinen Lohn dafür. Das ist alles zu diesem Thema. Ich hoffe, das Thema wird interessant sein. Ich möchte mich hier nochmal wiederholen. Ich will meine Meinung zu dieser ganzen Geschichte nicht nochmal äußern. Ich habe das schon mal gemacht in dem Video, das ich schon erwähnt habe. Den Link verlege ich unten unter dem Video in die Kommentare, also Impfpflicht oder Kündigung. Es geht auch nicht darum, was ich darüber denke. Es geht wirklich darum, was die Fakten im Moment ist und auf was man sich vorbereiten muss als Pflegekraft. Wenn euch das Video gefällt, teilt es bitte weiter, damit auch andere davon einen Nutzen haben. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, so unterstützt ihr mich und meine Arbeit. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Es ist völlig kostenlos. Ihr müsst nichts blechen und ihr finanziert auch nicht irgendwelche verrückten Weltraumreisen wie bei Jeff Bezos auf Amazon oder keine Ahnung bei Netflix. Also völlig kostenlos. Wenn ihr das kleine Glöckchen drückt, dann kriegt ihr auch jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video auf dem Pflegekanal erscheint und so seid ihr immer auf dem Laufenden. Unter dem Video befinden sich die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch bei diesem Thema wirklich fachlich hält. Also keine beleidigenden Kommentare, keine politischen Kommentare, keine, oh Gott, Verschwörungskommentare und so weiter und so weiter. Also ich würde mich sehr freuen, was ihr über dieses Thema denkt und wie ihr euch fühlt bei diesem Thema. Aber bleibt bitte sachlich und nicht beleidigend. Ansonsten, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche eine gute Zeit und freue mich, dass wir uns nächste Woche sehen. Dann gehen wir in Richtung Examen. Also, bleibt am Ball, bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. Ciao.